Da liegt nichts, ne? Gut. Ich gehe dann da mal hin. Wir werden da schon hinkommen. Sonst braucht man so einen Raum ja nicht einbauen. Hier haben wir einen Schlüssel. So. Hier soll ich da unten hin. Guck, hier ist ja auch noch eine Tür. Da, die kann ich knacken. Ist aber auch nur ein Lagerraum. Würde ich sagen. Die kann ich nicht knacken. Selbst wenn ich wollte, würde das nicht gehen. Das ist immer ärgerlich. Aber 150, sorry, da muss man wirklich das drauf anlegen und eine bestimmte Fähigkeit. Oh, clever. So, skillen, wie man sie braucht. Ich könnte noch ein bisschen höher, aber das wird nicht reichen. You there. By the law, you seem to have your wits about you. I'm saved. She looks like she's been stuck here for an age. I mean, what are you doing here? You what? Hä? Was But war das? I'm the captain. The gyroscopic realignment procedure is my job. Look, you don't understand. It's not safe out there. The only people I've seen down here tried to kill me. The Automechs are shooting anything that moves. And then there's the canids. Mm-hmm. Eventually. I know. But look, there are right now problems and there are later problems. Crashing into a storm, succumbing to crushing atmospheric pressure, those are later problems. Captain, jetzt, ich gehe jetzt. Willst du mir helfen oder nicht? Please, I don't need help. I can leave whenever I want. I'm just not ready yet. What would a ship be without its captain? No, I can't risk it. I've got to stay put. I'll go when I'm ready. Die ist dickköpfig. Und ich habe nicht das da benutzt. Das ist aber ein riesiger Komplex hier, ne? Muss man mal so sagen. Das führt mich jetzt auch hier hin. Da. Geht's hier gut? Oh. Halt. Da ist noch irgendwo einer. Das? Warum sind eure Köpfe so? Na gut. Wenn ihr meint, hört das wieder auf? Ja. Hier ist nichts. Nein. Scheint noch irgendwo einer zu sein. Wo ist denn dein Aschehaufen? Ah, hier. Nichts drin.
Processing. Ja, ja. Ich weiß nicht, was hier gerade passiert, aber ist egal. Es knallt und das ist ausreichend. So. Ah. Hatte der Milch? Oh, was hatte der denn alles? Oh. Ich ahne was. Aha, hier geht's zur Gyroskop-Neuausrichtung. Wir forschen mal hier weiter, ne? Ah! F5 war das aktualisieren, ne? Ja, das hinkt denn die Seite wieder einen Kilometer hinterher. Ich sollte das, glaube ich, auf mein Notebook setzen. Nutzen. Das dann anmachen. Aber dann sehe ich den Chat nicht. Und deswegen habe ich das Ding immer an. Ich weiß nicht, ob man das noch anders einstellen kann. Dass man einmal das Video sieht und einmal den Chat. Hier, das haben wir gesehen. Von draußen. Letzte Materialanforderung. Und habt ihr sie gekriegt? Ich frage ja nur mal. Keine Antwort. Das ist aber auch ein großer Komplex. Ich glaube aber, hier waren wir schon, ne? Von hier kommen wir, glaube ich. Wir gehen mal wieder zurück. So. Also auch wenn wer hier jetzt mal reinschneidet und reinschaut, ich kann es nur empfehlen, diese Spiele sich noch zu holen. Das gibt es natürlich auch bei Steam, aber ich habe das jetzt hier im Game Pass. Da ist es relativ günstig, wenn man den Game Pass hat, so ansonsten auch. Oder man nimmt einen Key Store. Da gibt es ein paar, die vertrauenswürdig sind. Ich kaufe aber eigentlich ehrlich gesagt in letzter Zeit nur bei einem einzigen ein. Weil es funktioniert halt. Ne? Ich kriege da auch Spiele, Keys, sauber zu sein scheinen für kleines Geld. Na, kleines Geld. Für deutlich geringeres Geld. So. Das spart ja dann auch irgendwo, ne? Das spart ja. Sonst würde ich mir auch nicht so viele Spiele kaufen können, denn die für die PlayStation, die sind ja normal ein bisschen teurer. Gerade wenn man aktuelle haben will, da ist nichts mit sparen. Das ist so. Die muss man dann halt nehmen, wenn sie kommen. Und das wird dann mitunter ganz schön kostspielig. Ich mag diese Lampe hier. Mag sowas sowieso. Da ist noch so eine. Ich muss mal was trinken. Das krabbelt gerade im Hals wie verrückt. Das hört auch nicht auf. Die ist von der anderen Seite versperrt, vermute ich. Mit so einem Riegel. Ah, da waren wir schon bei. Ich muss erstmal den Gang wieder finden. Ich glaube hier, ne? Genau. Und dann geht's hier runter. Kommst du mit? Kommst du mit? Nein, ist nicht mitgekommen. Ist nicht mitgekommen. Die wollte sich nicht helfen lassen.
Da kommt man nicht rein, ne? Ich guck grad. Geh weg. Die Tür ist da. Die ist aber auch zu. Das ist gar nicht vorgesehen, dass man da reinkommt. Da ist das Gyroskop. Das dreht sich da. Ist da drüben noch was? Da liegt wer? Da gehen wir gleich mal gucken. So. Oh, dicke Axt. You know, of all the places we've been, das wollte ich nicht. This whole complex, I mean. Maybe. Ich wollte klettern, du standst im Weg. Tut mir ja leid, Nokia, so war das nicht gemeint. Kann ich hier irgendwas? Hier ist auch noch wer. Guck mal, hier sind wieder Möter. Was machen die denn da drinne? Jetzt kriegst du jetzt mal eine Ladung. Ich mag die beiden. Das sind aber Riesenmöter. Drei Stück. Die haben aber auch ordentlich Zeug. Das kann man nicht anders sagen, ne? Die haben ordentlich was dabei. Aber erstmal wieder gucken. Ja, da schieße ich nicht drauf. Ich weiß noch, da gab es irgendwie... Da hat der Kedos immer mit mir geschimpft, weil... Sobald da irgendwas zum Explodieren war, ein Fass oder so, da hatte ich verloren, da musste ich drauf schießen. Das war ein bedingter Reflex. Das hat er nicht so ganz verstanden manchmal. Aber ich habe ihm dann gesagt, ich mag es, wenn es knallt und kracht. Und irgendwann hat er es dann akzeptiert. So. Ja, mit dem wollte ich eigentlich auch mal wieder was zusammenspielen, aber irgendwie wird das halt mal alles nix. Ne? Nokia oder Parvati? Ich wollte wieder Nokia sagen. Ich gebe zu. Ich habe überlegt, wie so ein Gyroskop funktioniert. In so einem Handy. Da kann ja nicht sowas eingebaut sein, ne? Und eigentlich dreht sich da was. Das zappelt immer, weil ich denke, ich kann dann gleich loslegen und sehe nicht, ich ignoriere, dass ich das erst knacken muss. Ich ignoriere es einfach. Wer siegelt? Kehre zu Phaethon zurück. Dann kehren wir mal zurück, ne? Kehren wir mal. Da oben. Da oben, ja. Hä, den habe ich doch gehabt. Warum kann ich die denn nicht von da aus machen? Ja, ist der denn gleich weg? Ist der denn kaputt? Ist ja ein Witz, ne? Das ist echt ein Witz. Ich dachte, man behält den Schlüssel. Falsch gedacht. Gibt es vielleicht einen kürzeren Weg, dass ich da nicht den ganzen Weg laufen, fahren, dingsen muss? Das sieht so aus, ne? Ist hier... Ah, dann wäre hier unten ein Fahrstuhl. Nee. Oder doch? Oder was? Oh, jetzt bin ich verwirrt.
Ist da oben eine Tür irgendwo? Das sieht so aus, ne? Kann ja auch sein, dass ich was übersehen habe. Und dass es Blödsinn ist, jetzt den ganzen Weg zurückzulaufen. Das meine ich damit. Hier ist ja auch noch eine Tür. Guck, 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 guck. Die ist nämlich jetzt auf. Die war vorhin zu. Paradies. Da hat schon jemand geknackt. Frechheit. So. Ich glaube, das geht von hier aus schneller. Seid ihr mit? Ja. Was war das mit dem Ton eben? Hier Leiche schafft. Und sowas ist das ja meist. Und dann kommt man da nicht durch. Der ist jetzt noch weiter oben. Da ist er. Greeting protocols suspended. Checking for gyroscopic alignment. Gyroscopic alignment confirmed. Rizzos thanks you for your assistance. So, dann haben wir den Auftrag auch abgeschlossen. Sehr schön. Warte. Mein armer Monitor. Ich hau ihn immer. Nein, was machen wir jetzt? Mit Dr. Goodnight soll ich sprechen? Suche Bertie im Raumhafen. Da waren wir jetzt bei. Da müssen wir hier erstmal raus wieder. Ja, mein Getränk ist fast alle. Ich muss mir nachher mal erstmal eins holen. Da hinten. Ich kann aber, glaube ich... Das war so ein kleines Abenteuer zwischendurch. Karte! So groß ist die ja gar nicht. Aber hier scheint auch nichts weiter zu sein, ne? Wenn man jetzt hier so guckt. Hier sind irgendwelche Behältnisse. Kann natürlich sein, dass hier irgendwas Tolles noch versteckt ist. Irgendein Sammelobjekt. Wir können ja hier mal gucken. Das sieht keiner. Ich mach mal so. Okay, keep it quiet. Oh, die Rübe juckt. Ich hätte ein bisschen Sonnenbrand. Ah. Nein! Warte. Ja, hab ich? Weiß nicht. Ich mach das anders mit meinem Lüfter. Wenn ich den auf mich lüften lasse, dann wird es zu kalt. Mit der Dauer. Ich mach jetzt mal an, dass er so hin und her schwenkt. Dann kriege ich immer nur so einen Schwall, der kühlt und dann geht das auch, glaube ich. Zu warm ist es ja eigentlich nicht, aber hier ist es immer warm. Auch wenn es kalt ist. Ich habe hier kein Problem, Wärme reinzubekommen. Für relativ wenig Aufwand. Ich bekomme trotz dieser ganzen Steigerungen. Ich bezahle ja nicht viel Nebenkosten. Ich bezahle jetzt im Moment 70 Euro im Monat. Und ich bekomme 150 Euro wieder. Also. Ja. Hätte ich nicht mehr bezahlt, hätte ich 30 Euro mehr bezahlen müssen. 30 Euro nachzahlen. Das liegt aber dran, ich habe natürlich schon bewusster geheizt. Und dann einmal vielleicht mehr geduscht. Und dann war gut. Das geht schon. Gut, es gab Zeiten, da habe ich jeden zweiten Tag gebadet, aber die sind vorbei. Das wird dann doch ein bisschen zu teuer. Warst du das eben? Nee. Wer smilet? Ach, die beiden da.